Willkommen meine Damen und Herren zu meinem allerletzten Diäteinkauf aus der Bodybuilding Prep und ich bin euch ganz ehrlich, ich bin wirklich froh darum, dass es der letzte ist. Ich bin froh darum, dass diese Wettkampfvorbereitung jetzt dann endlich vorbei ist. Wir haben schon zwei Wettkämpfe gemacht, wir sind schon seit Monaten über Monaten in dieser Wettkampfdiät. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe ehrlich einfach keinen Bock mehr. Aber ich zeige euch jetzt heute, was wir einkaufen, um noch die letzten Shreds rauszuholen. Und ich gebe euch auch noch ein paar Tipps, was ihr mitnehmen könnt, wenn ihr in der Diätzeit, auch in der normalen Diätzeit, was euch auch helfen wird dabei, gut und auch sinnvoll abzunehmen. Weil ich kaufe eigentlich nichts mehr, weil ich habe einen strikten Mealplan. Ich habe eigentlich praktisch nichts mehr zu essen, außer Reis, Hühnchen und Proteinpulver. Aber let's go. Wir starten aber direkt mal mit dem Wichtigsten rein. Natürlich. Ey, danke Tür, what the fuck? Hühnchenbrust, denn das darf in keiner Diäte fehlen und das ist meine Main-Proteinquelle und natürlich halt Proteinpulver, Design über Isoclear, aber hier, Hühnchen, rein da. Und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich niemals gedacht hätte, dass mir das jemals schmeckt und ich mich darüber freue, aber Brokkoli. Ich habe einfach in der Diät gestartet, Brokkoli zu mögen, mir schmeckt Brokkoli. Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Falls ihr jetzt im Moment Brokkoli hasst, macht mal eine harte Wettkampfdiät auf 6% Körperfett. Danach werdet ihr Brokkoli lieben. Das ist voll weird, aber es ist so. Bis jetzt sind wir ganz basic. Mal gucken, ob noch was Spezielles kommt. Weiter geht's mit einem ziemlichen Highlight von meiner Diät. Hier diesen Himbeeren. Denn Himbeeren sind sehr, sehr, sehr lecker und haben unglaublich wenig Kalorien. Denn wir haben hier auf 100 Gramm nur 40 Kalorien, also wirklich nur 40 Kalorien. Und ich empfehle euch, die Tiefkühldinger mitzunehmen, weil die sind ewig haltbar. Also ihr könnt ja immer gefrieren und ihr müsst euch keine Sorgen drum machen, dass die irgendwann kaputt gehen. Und sie sind vor allem auch günstiger. Also, Hack. Bei Minute 2 vom Video oder so angekommen, sind wir schon am Ende, denn wir haben hier unsere Eier gefunden und das ist das Letzte, was ich kaufe, denn mehr ist in meiner Diät nicht mehr drin. Beziehungsweise die anderen Sachen sind noch Reispudding, die ich esse, Nut Butter, Design Away, Isoclear und das habe ich alles zu Hause, ist alles von ESN, also kaufe ich das nicht im Laden. Aber ich zeige euch noch ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt und euch helfen werden bei eurer Diät, denn ihr müsst das nicht machen wie ich in der Wettkampfdiät, wo ich irgendwie noch drei Lebensmittel habe. Eine kurze Info an dieser Stelle, denn die Olympia-Aktion wurde einfach um eine Woche verlängert, da sie so gut bei euch angekommen ist. Das heißt, ihr kriegt mit dem Code Jeremy immer noch 25% auf all diese Produkte und 30% auf den Crank Pump Pro sowie den Crank, was absolut geil ist. Meine Nummer 1 Empfehlung ist, bleibt und steht wie immer Isoclear, Design Away und für alle von euch, die Kaffee mögen, Flexpresso. Denn ohne Protein bauen wir im Aufbau keine Muskeln auf und in der Diät verlieren wir unsere Muskeln. Und das wollen wir nicht auf Deutsch gesagt. Also lasst euch die Rabatte schmecken und jetzt gönnt euch das Video. Kartoffeln, denn diese Dinger sind ein richtiger Diet-Hack, weil sie euch einfach sättigen. Sie sind sehr sättigend, haben ein großes Volumen, wenig Kalorien und vor allem auch richtig lecker. Und wenn man die richtig macht, es gibt so viele Gerichte, kann man sich ja wirklich was Schönes zaubern. Was ihr nicht unbedingt machen solltet, ist ein Kartoffelstock, so ein Püree-mäßiges mit 3 Kilogramm Butter drin oder die anbraten in 5 Litern Öl, das kommt nicht so gut, aber es gibt wirklich sehr viele Gerichte, die man machen kann, auch zum Beispiel Süßkartoffeln oder auch so Süßkartoffelpommes oder so, die halt wirklich einmal sehr gut sind. Dann geht's schon weiter. Reis einfach ganz simpel, ganz basic, wir alle kennen's, ist gut für eine Diät. Aber was ich euch nicht so empfehlen würde, sind die hier. Nudeln. Denn Nudeln im Gegensatz zu Reis oder Kartoffeln sättigen euch nicht so schnell. Das heißt, ihr könnt viel mehr davon essen, ohne wirklich Hunger zu verlieren. Und ihr werdet schneller wieder hungrig, weil es halt ein tieferes Sättigungsgrad hat. Für alle unter euch, die aber im Aufbau sind, könnt ihr das Ganze genau umkehren und eher mal Nudeln statt Kartoffeln essen, weil die sättigen euch weniger. Weil im Aufbau ist ja genau das Gegenteil der Fall. Und dann sind wir direkt hier gegenüber Mehl. Das heißt, allgemein Mehlprodukte, auch Brot oder so, würde ich euch empfehlen, zu vermeiden bzw. seltener zu essen, denn wir alle wissen, wir können so ein ganzen riesen Stück Brot können wir einfach weghauen
und 1000 Kalorien essen, so locker, easy peasy. Mit Kartoffeln wird das ziemlich schwer, weil mit Kartoffeln müssen wir dann Riesenmenge essen, sodass das eigentlich praktisch gar nicht möglich ist. Und da wir alle wissen, dass Proteine essentiell sind in der Diät sowie auch im Aufbau, denn in der Diät verlieren wir unsere Muskeln, wenn wir nicht genug Protein essen, und im Aufbau bauen wir keine Muskeln auf, wenn wir nicht genug Protein essen, ist auch noch was richtig Geiles, Skyr bzw. Magerquark. Denn gucken wir hier auf die Werte drauf, sehen wir hier, wir haben nur 0,2 Gramm Fett, 4 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Protein. Das heißt, in dieser Packung sind 45 Gramm Eiweiß drin und wir haben nur ungefähr 260 Kalorien. Daher ein absolut geiles Ding. Bisschen Flavin Tasty, paar Beeren, schmeckt es auch auf jeden Fall gut. Sonst kann man sich auch nur Magerquark mitnehmen, aber irgendwie habe ich keine Ahnung und finde hier in dem Laden keinen. Und dann bleiben wir direkt in der Kühl-Section hier. Was ich euch nicht empfehlen würde, sind Sachen wie Salami oder so, weil da habt ihr sehr viel Fett drin, ist kein gutes Fleisch. Allgemein Schweinefleisch würde ich euch persönlich nicht empfehlen. Was ich euch aber empfehlen kann, ist etwas wie das hier. Denn hier haben wir einfach Hähnchen, das könnt ihr so essen, könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr in die Schule geht oder in die Arbeit oder so, einfach so ein Ding mitnehmen. Dann habt ihr hier eine Packung, diese hat nämlich nur 106 Kalorien, dafür 21 Gramm Protein. Vielleicht nehmt ihr auch einmal zwei mit und das kann man einfach... Oh, scheiße. Das kann man einfach easy essen, überall mitnehmen, hat seine Proteins gedeckt und nicht viele Kalorien unnötig. Guckt aber da wirklich auf die Nährwerttafel hinten, denn hier haben wir auch nochmal irgendwelches Geflügel-Ding da. Das ist so ein Geflügel-Speziell-Ding und das hat einfach 240 Kalorien, denn hier haben wir 10 Gramm Fett drin. Das ist irgend so ein, ich weiß auch nicht, was es ist. Guckt einfach hinten drauf und guckt, dass ihr nicht viel Fett habt. Fleisch, denn Fleisch allgemein ist ein absoluter Diet-Hack. Denn hier haben wir wenig Kalorien, sehr viel Protein und es sättigt euch vor allem auch. Das heißt, ihr werdet nicht 3 Kilo Huhn essen können. Von was ich euch aber abraten würde, ist Wurst und Schwein. Denn die zwei Sachen haben oftmals einen sehr hohen Fettanteil, sind nicht die gesündesten. Und ja, dank dem hohen Fettanteil hat auch sehr viele Kalorien, welche für eure Diät, sagen wir mal so, nicht vorteilhaft sind. Und wo wir gleich hier schon in der Getränkeabteilung sind, mein nächster Tipp an euch. Zero-Getränke. Nein, sie machen euch nicht Krebs. Nein, sie haben nicht irgendwie das und das und dann sterbt ihr, wenn ihr 2 Colas trinkt. Ja, ihr solltet nicht 45 Liter Cola am Tag trinken, aber Zero-Getränke sind auf jeden Fall ein Cheatcode. Sie haben keine Kalorien und wenn ihr mal Bock auf was Süßes habt, wirklich, wirklich Bock auf was Süßes habt, könnt ihr euch so ein Ding gönnen und ihr habt da euch so ein bisschen Befriedigung gegönnt und es ist 1000-mal besser, hat 1000-mal weniger Kalorien, wortwörtlich 1000-mal weniger Kalorien, als wenn ihr jetzt irgendwie Schokolade essen würdet oder so, weil es halt einfach Zero ist, also keine Kalorien hat. Also ist, glaube ich, klar. Was ich hier aber gerade sehe, sind Nüsse. Ja, Nüsse sind sehr gesund, aber haben auch unglaublich viele Kalorien. Denn dieses kleine Päckchen Nüsse hier, selbst wenn ihr sie 5 und habt danach immer noch Hunger, hat 800 Kalorien. 800 Kalorien. Das ist mehr als ein Big Mac. Ja, sie sind gesund, aber sie haben halt einfach unglaublich viele Fette. Und wenn ihr sagt, ey, ich will abnehmen, dann sage ich nicht, dass ihr keine Nüsse essen solltet, weil sie haben gesunde Fette. Aber ihr solltet auf jeden Fall nicht zu viele essen und man isst sehr schnell zu viele davon. Also esst lieber, wenn ihr irgendeinen Snack wollt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das nicht der beste Snack, aber irgendwas anderes. Zum Beispiel Obst oder Gemüse. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Obst und Gemüse. Denn Obst und Gemüse sind in der Diät ein absoluter Cheatcode, denn sie haben ein hohes Volumen, sind auch noch gesund, sind süß und ihr könnt davon ziemlich viel essen, ohne wirklich viele Kalorien zu konsumieren. Sie haben nicht so viele Kalorien. Das Beste sind natürlich Beeren, denn die haben ganz wenig Kalorien, aber auch etwas wie ein Apfel hat nicht so viele Kalorien, wie wenn ihr jetzt was Süßes euch gönnen würdet, wie Schokolade oder so. Alles, was hier ist, könnt ihr so ziemlich so viel essen, wie ihr wollt davon und es wird eurer Diät nicht schaden. Vor allem auch Salat, extrem, extrem wenig Kalorien. Und eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ihr wirklich in der Diät seid, dann wird euch Salat auch schmecken. Nein, ich bin nicht vegan, aber Mandelmilch ist auf jeden Fall ein sehr geiler Diet-Hack, denn im Gegensatz zu einer normalen Milch habt ihr bei der Mandelmilch 14 Kalorien auf 100 Gramm und bei einer Vollfettmilch haben wir 64 Kalorien, was die Mandelmilch, sagen wir mal so, viel weniger hat. Ja, sie schmeckt schlechter, also ich bin euch ganz ehrlich, ganz offen, ein Protein-Shake mit einer normalen Milch schmeckt besser, aber nicht viel. Und ihr habt halt wirklich viel mehr Kalorien. Daher kann ich euch ans Herz legen, kann ich euch empfehlen, Mandelmilch mitzunehmen. Auch da guckt hinten drauf, dass ihr eine habt mit 13, 14 oder 15 Kalorien. Denn es gibt auch welche, die sind gesüßt mit viel Zucker drin und haben unglaublich viele Kalorien. Einmal die Packung umdrehen, hinten drauf gucken auf die Nährwerte.
abchecken, die hat 14 Kalorien, perfekt, nehmen wir mit. Ich nicht, denn ich habe keine Mandelmilch in meinem Ernährungsplan, denn in der Peak Week, jetzt hier kurz vor meinem Bodybuilding-Wettkampf, habe ich nichts mehr. Aber wir gehen jetzt nach Hause und ich zeige nochmal alle Sachen, die ich konsumiere. Auch die Sachen, die ich halt jetzt hier nicht mitgenommen habe, weil die halt von ESN sind und hier der Netto hat keine ESN-Produkte, also wird schwer, die für mich hier mitzunehmen. Der ganze Einkauf, naja, ganzer Einkauf, 4 Produkte. Einmal Eier, dann Chicken, Blaubeeren und Brokkoli. Wer haben wir nicht eingekauft? Mehr ist nicht in meinem Plan. Beziehungsweise habe ich euch schon im Laden gesagt, wir haben noch diese Sachen, die in meinem Plan drin sind. Erstens Eiweißpulver, also Isoclear und Design Away. Dann den Rice Pudding für die Kohlenhydrate und für die guten Fette die Nussbutter. Das ist komplett, was ich esse. Vielleicht habt ihr den Fully of Eating von mir gesehen aus den letzten paar Tagen und ihr wisst, ich habe 2 Mahlzeiten. Einmal Hühnchen mit Reis und einmal Rice Pudding. Diese 2 Mahlzeiten habe ich hier 2-mal am Tag. Ganz simpel, ganz basic und den Reis mache ich mir nicht normal, also als Reis, sondern als Reispudding und esse den dann herzhaft, sagt man, glaube ich. Einfach, weil es sich nicht lohnt für mich, Reis zu machen. Es lohnt sich für mich nicht, den Reiskocher anzumachen und dann da 21 Gramm Reis reinzutun, diese 3 Reiskörner und dann noch 2 Milliliter Wasser dazu. Das lohnt sich nicht, daher mache ich das im Reispudding, aber weil es schneller geht, ist Convenience auch und ich habe es gern. Das ist mein kompletter Einkauf. Mehr habe ich jetzt hier eigentlich nicht zu sagen. Ich würde euch ja gerne spannende Produkte und tolle Rezepte und Kreationen zeigen, aber das ist es nicht. In der Bodybuilding Prep, vor allem gegen Ende, sind die Mahlzeiten extrem basic, sind sie extrem langweilig, extrem nichts Spezielles. Also einfach nur wirklich das. Und ja, ich hoffe, ich habe mit dem Video dem einen oder anderen von euch zeigen können, wie beschissene Bodybuilding, nee, wie simpel, wie fade eine Bodybuilding-Prep-Ernährung ist. Und das ist es bei 99% der Leute. Natürlich, gewisse haben vielleicht noch Kartoffeln in der Ernährung oder Reiswaffeln oder eine andere Fettquelle, Avocado, was auch immer. Aber bei den meisten sieht es eigentlich so ziemlich so aus. Und ich hoffe, ihr habt auch noch das ein oder andere mitnehmen können bei den Tipps, die ich euch gegeben habe für die Ernährung. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich probiere euch da wirklich zu helfen. Und ja, an dieser Stelle war es das von mir. Wir sehen uns in 1-2 Tagen, denn meine Diät ist bald rum und das ist so ein schönes Gefühl. Ich freue mich endlich so wieder darauf, dass genau das hier nicht mehr meine Ernährung sein wird. Peace out.